überall Müll. Räumt ihn keiner weg, zerfällt er zu Mikroplastik, verseucht schleichend unsere Böden. Ich denke, das ist eins der größten Probleme, was wir überhaupt haben. Immer wieder landen Plastikverpackungen auch im Biomüll, werden zerkleinert und zu Kompost oder Dünger verarbeitet. So gelangen kleinste Teilchen auf die Äcker und in unsere Gärten. Forscher finden inzwischen hunderttausende Partikel auf jedem Hektar. Egal in welchem Boden wir nach Mikroplastik suchen, wir werden Mikroplastik finden. Umweltschützer schlagen Alarm. Über Jahre wurde das Problem ignoriert. Dagmar Struß vom Naturschutzbund Deutschland und Christian Dittmann schauen sich um auf einem beliebigen Acker in Schleswig-Holstein. Überall liegt Plastikmüll herum, achtlos weggeworfen. Am Wegesrand, aber auch auf dem Feld. Wenn man nicht darauf achtet, dann sieht man es gar nicht mehr. Müll ist schon so normal geworden, dass es gar nicht mehr gesehen wird, wenn da Müll ist. Jedes Mal, wenn der Flug drüber geht, wird es noch mal ein Stück kleiner. Und, ja, vor allem ist es weg, du kriegst es ja gar nicht mehr. Ja. Erst scheint die Sonne drauf, also das löst ja auch den Prozess aus, dass es dann sich verhärtet und dann anfängt zu bröseln. Ja, und am Ende wird es untergepflügt und es ist verschwindet. Mikroplastik verschwindet ja nie. Es wird dann vielleicht irgendwann Nanoplastik, aber das macht es ja eher noch gefährlicher. Niemand sammelt es auf. Nach und nach dringt es in die Böden ein. Guck mal hier. Hier ist ein Stück Plastik, was eben schon, das liegt schon länger. Und das ist schon so papierartig. Irgendwann ist es Mikroplastik. Was macht das Zeug im Boden? Mit den ganzen Weichmachern, Antioxidationsmittel und so weiter, die dann im Boden landen. Und am Ende, welche Auswirkungen hat es auf die Pflanzen und dann letztlich auf den menschlichen Organismus? Genau mit diesen Fragen beschäftigen sich Wissenschaftler an der Universität in Bayreuth. In ihrem Fokus Kompost, der aus Biomüll gewonnen wird, so wie dieser. Schon auf den ersten Blick sind in der Bodenprobe Kunststoffteile zu erkennen. Aufwendig lösen die Forscher Stücke heraus, auch kleinstes Mikroplastik unter 5 mm Größe. Das sind jetzt die neuen Kompostproben, die ihr euch gerade betrachtet, oder? Genau, da ist schon ein Partikel. Dieser Kompost ist regelrecht verseucht. Neue Studien warnen, dass in unseren Böden 20-mal mehr Plastik schlummert als in den Weltmeeren. Die Forscher in Bayreuth haben tatsächlich in allen Stichproben jede Menge davon gefunden. Hochgerechnet mehr als 150.000 Mikroplastikteilchen pro Hektar untersuchter Ackerfläche. Egal, ob ich in Ihrem Garten nach Mikroplastik suche oder jetzt auf der Wiese vor der Universität oder auf irgendwelchen Äckern, wir werden Mikroplastik finden. Da Mikroplastik natürlich über unterschiedlichste Eintragspfade auch auf Äcker eingetragen wird, über die Luftdeposition, natürlich die Kunststoffe, die in der Landwirtschaft verwendet werden, aber natürlich auch über Düngemittel. Im Labor müssen die Bodenproben aufwendig aufgearbeitet werden. Die Ergebnisse sind alarmierend. In einer ersten Studie enthielt jede Tonne Kompost aus der Haushaltsmüllabfuhr bis zu 440.000 Mikroplastikpartikel. Sorgen machen den Forschern vor allem die Kleinstteilchen, die für das menschliche Auge nicht mehr sichtbar sind. Wir sortieren quasi alle Partikel, die potenziell Kunststoff sein können, also die aufgrund der optischen Eigenschaften so ausschauen, aus den Proben raus bis zu einer Größe von 1 mm runter. Und die werden dann fotodokumentiert und im Nachgang dann, wenn sie so wie der hier ein bisschen dreckig sind, auch gereinigt. Haben Sie schon Proben ohne Kunststoff? Nein. Also wir hatten, auch wenn es dann ganz wenig nur war, aber wir haben eigentlich in jeder Probe was gefunden. Ja. Über 60% der Fundstücke sind Polyethylen aus Lebensmittelverpackungen. Zudem Styropor und PET. Das Fraunhofer Institut hat errechnet, woher das ganze Plastik in der Umwelt kommt. Platz 1, Abrieb von Fahrzeugreifen.
Verluste bei der Abfallentsorgung, darin auch Verpackungen und Plastik im Kompost. Straßenbelag, Abrieb vom Asphalt. Bei der Produktion des Plastiks und beim Transport. Kunstrasenplätze, hier vor allem das eingestreute Granulat. Doch wie kommt das ganze Plastik auf den Acker? Kompostierter Biomüll ist ein begehrter Bodenverbesserer. Jeden Tag produzieren die kommunalen Müllbetriebe große Mengen davon. Sie sind froh, wenn die Landwirte den Kompost abnehmen. Doch in dem Biodünger ist fast immer Plastik enthalten. Auch nach diesem Ausbringen sind mit bloßem Auge auf jedem Quadratmeter Kunststoffteile zu sehen. Der Landwirt Freiherr von Weix hat deshalb jahrelang auf Kompost verzichtet. Nun probiert er es mal wieder auf seinen Feldern. Die Ausbringung hat hier sehr gut funktioniert. Das heißt, das Streubild, so nennen wir das, ist sehr gleichmäßig. Und nun sucht man irgendwo einen, ob man von diesen Störstoffen etwas findet. Und hier, das soll nicht sein. Wir wollen keine Beimischung, kein Plastik, kein irgendwas auf dem Acker haben. Doch solches Plastik im Kompost ist in geringen Mengen erlaubt. Der Gesetzgeber kapituliert offenbar vor der Plastikflut in unseren Haushalten. Und die Bauern, die auf diesen Dünger angewiesen sind, müssen es ausbaden, meint Freiherr von Weix. Das gesamte Bild der Gesellschaft muss auf diesem Fokus sein und nicht einzeln auf den Landwirt abgeladen werden, der mit seinem Acker sich dann am Ende dieser Kette nicht mehr wirklich erwehren kann, außer er verweigert die Stoffe. In unserer Gesellschaft ist Plastik allgegenwärtig. 4,5 Millionen Tonnen Verpackungen wurden in Deutschland im letzten Jahr produziert. Beutel, Folien, Becher, Einwegflaschen. Immer mehr, obwohl seit Jahren über das Müllproblem geredet wird. Die deutsche Kunststoffindustrie hatte 2018 ein Rekordjahr mit 64 Milliarden Euro Umsatz. Ein ungebrochener Trend. Immer mehr von diesem Plastik kommt auch hier an, bei der Firma Biotan in Fulda. Aus Müll entsteht hier Gas für 1200 Haushalte in der Region. Vor allem aus Lebensmittelabfällen wie diesen. Supermärkte liefern jeden Tag mehrere Lkw-Ladungen mit unverkaufter Ware an. 27.000 Tonnen jedes Jahr. Vieles davon noch original verpackt. Trotzdem gilt so eine Fuhre als Biomüll. Es ist aufwendig und teuer, das Plastik von den Lebensmitteln zu trennen. Denn für die Gasproduktion wird eigentlich nur die Biomasse benötigt. In dieser Hammermühle wird alles zerquetscht. Stücke größer als 1,5 cm werden herausgesiebt. Die großen Plastikteile gehen in die Müllverbrennung. Die kleineren mit in die Vergärung. Wir tun hier auf der Anlage alles, damit wir so viel wie möglich Kunststoff rausbekommen. Aber zu 100% bekommen wir das nicht hin. In dem Gärrest dürfen maximal 0,1% Kunststoffreste zurückbleiben. Das ist die entsprechende gesetzliche Regelung. Wir werden kontinuierlich überprüft und liegen regelmäßig deutlich unter diesen Größenordnungen. In diesen Tanks werden die Speisereste erhitzt. So entsteht Biogas, das dann weiter zu Methan verarbeitet wird. Übrig bleiben die sogenannten flüssigen Gärreste. Sie enthalten Mikroplastik, auch wenn Biotan viel dafür tut, möglichst viel herauszufiltern. Diese Gärreste gehen dann wie Gülle als Dünger aufs Feld. Wir kommen dann bei 0,5 mm raus, Kunststoffresten, sodass diese mit dem bloßen Auge kaum mehr zu erkennen sind. Das heißt also, wir erkennen auf den Feldern keine Plastikschnipsel, die irgendwo in der Sonne schimmern. Was in Fulda funktioniert, ging in Schleswig-Holstein gründlich schief. Im Frühjahr 2018 machte ein Umweltskandal Schlagzeilen. Viele Tonnen Plastik wurden aus der Schlei ans Ufer gespült, verseuchten Schilfstreifen und Schutzgebiete.
Verursacher diese Kläranlage. In ihr werden ebenfalls Lebensmittelreste vergoren, Störstoffe und Kunststoffe herausgesiebt. Eigentlich. Doch dann war die Technik offenbar überfordert. Wir stellten jetzt fest, dass wir eben in letzter Zeit auch Kunststoffreste mit angeliefert bekommen haben. Insbesondere im Januar diesen Jahres war die Fracht, wie wir ermitteln konnten, sehr hoch. Und dies führte wahrscheinlich eben dann zu dem Austrag, weil hier diese Sandfilter diese Fracht an Kunststoffen und Fremdbestandteile nicht mehr auffangen konnte. Ein Jahr später. Noch haben sich die Ufer der Schlei nicht vom Plastik erholt. Dagmar Struß und Christian Dittmann finden an den Ufern noch immer etwas. Inzwischen auch schon in den Boden eingesunken. Im ersten Moment war es natürlich eigentlich schockierend, weil man sich ja vorstellen muss, dass wir in die Schlei die Plastikbrösel schon fertig geschreddert reinschmeißen, sodass sie gleich die perfekte Größe haben, um maximal umweltschädlich zu sein. Außerhalb der Brutzeit sammelt Christian Dittmann Seegras am Ufer, produziert daraus Kopfkissen für Touristen. Bei seinen Gängen durchs Schilf findet er immer mehr Müll. Ich kann jetzt hier ein bisschen sauber machen und etwas für mein Gewissen tun und tatsächlich hier auch gerade mal punktuell so ein bisschen helfen, dass das nicht alles in die Natur geht. Aber am Ende, wenn man ganz ehrlich ist, weiß man ganz genau, dass man nicht wirklich helfen kann. Denn der Müll zerbröselt im Lauf der Zeit, verschwindet in der Erde, verweht oder wächst zwischen den Pflanzen ein. Letztlich, es landet im Schilf, es landet am Ende auch wieder auf irgendwelchen Äckern, irgendwelchen Böden und beeinflusst in irgendeiner Weise, an irgendeiner Stelle ein Ökosystem. Doch gelangt das Mikroplastik auch in den Körper des Menschen? Mit dieser Frage haben sich Forscher der Medizinischen Universität Wien beschäftigt. Den Anstoß gab der Gastroenterologe Philipp Schwabel. Ihm waren ungewöhnliche Darmentzündungen bei Patienten aufgefallen. So, jetzt habe ich die Proben mitgebracht. Zusammen mit Bettina Liebmann vom österreichischen Umweltbundesamt untersuchte er Stuhlproben von 8 zufällig ausgewählten Menschen aus aller Welt. Das Ergebnis? Alle enthielten Mikroplastik. Wir haben im Mittel ca. 20 Teilchen Plastik pro 10 Gramm Stuhl gefunden. Das Überraschende war, dass wir hier einerseits die bekannten Verpackungskunststoffe gefunden haben, zu einem sehr großen Teil, also Polypropylen und auch PET, das man von Trinkflaschen kennt. Aber auch bis zu 7 unterschiedliche weitere Kunststoffe. Wie das Mikroplastik in den Körper gelangt, dazu gibt es erste Hinweise. Es wurde in Getränken wie Bier und Mineralwasser, aber auch in Nahrungsmitteln wie Fisch nachgewiesen. Eine Ursache könnte auch der Abrieb von Flaschen, Deckeln und Verpackungen sein. Oder wie hier, Fasern aus Textilien. Der größte Teil wird sicherlich ausgeschieden. In Tierstudien hat man gesehen, dass kleinste Mikroplastikteilchen zu einem kleinen Grad auch aufgenommen werden können. Diese hat man dann zum Beispiel im Blut oder auch in der Leber oder in Lymphknoten gefunden. Das heißt, an der Stelle, wo der Eintritt stattfindet, kann es zu einer Immunreaktion kommen, zu einer Entzündungsreaktion. Kleine Verletzungen in den Organen könnten die Folge sein. Auch Weichmacher und andere Stoffe, die sich herauslösen, gelangen in den Körper. So die Vermutung. Auf Platz 1 der Quellen für Mikroplastik im Boden steht der Reifenabrieb. Jedes Jahr werden in Deutschland über 50 Millionen neue Reifen verkauft. In ihnen steckt ein Kunststoffgemisch aus synthetischem Kautschuk und Industrieruß. Der Abrieb ist technisch notwendig, damit der Reifen auf der Straße haftet. Von so einem Reifen, der neu hatte 8 mm, wird runtergefahren bis 1,6 mm und das halt dazwischen bleibt nachher auf der Straße liegen bzw. geht in die Umwelt. Mehr als 100.000 Tonnen Reifenabrieb entstehen jedes Jahr in Deutschland und landen in der Umwelt. Das haben Ralf Bertling und Boris Dresen vom Fraunhofer Institut in Oberhausen berechnet.
Derzeit untersuchen sie, wie groß die Reifenpartikel in der Umwelt sind und wohin sie sich verbreiten. Ja, also hier, wenn die Straße befahren wird, dann natürlich da, wo die Fahrzeuge fahren. Also man sieht jetzt keine Spur wegen der Witterung. Bei Niederschlägen ist es dann aber so, dass die Straße halt zum Gefälle hin entwässert. Das heißt, der Reifenabrieb fließt mit dem Regen Richtung Gully. Also strömt im Grunde auch hier rein. Und wenn wir jetzt eine Probe nehmen wollen, dann würden wir das wahrscheinlich hier tun an dieser Stelle. In der Stadt filtern Kläranlagen einiges heraus, was in die Gullis gelangt. Aber auf den Randstreifen und in den Straßengräben dringt das Mikroplastik in den Boden ein. Wie weit es sich verbreitet und durch die Luft fliegt, wollen die Forscher jetzt herausfinden. Was wir hier natürlich, weil wir es runtergekratzt haben, natürlich auch wissen müssen, ist der Reifenabrieb beispielsweise mit der Straße verbunden. Weil man spricht heute eigentlich nicht mehr von Reifenabrieb, sondern von TRWP, Tire and Road Wear Particles. Das heißt im Grunde, dass man schon sagt, dass es impliziert, dass der Reifenabrieb mit der Straße auch eine Verbindung eingegangen ist. Der Reifenabrieb gilt auch als Erzeuger von gefährlichem Feinstaub. Die Forschung zum Mikroplastik generell und beim Reifenabrieb steckt noch in den Kinderschuhen. Das Fraunhofer-Institut in Oberhausen beschäftigt sich erst seit 2018 damit. Hauptproblem ist, die kleinen Partikel zunächst vom Asphalt oder aus Bodenproben zu isolieren, bevor sie vermessen und gezählt werden können. Mit diesen Daten wollen sie Karten über die Belastung in Deutschland erstellen. Unklar ist, ob die Partikel von Pflanzen aufgenommen werden. Vielleicht ist der Boden jetzt gerade durch das Thema Reifenabrieb so ein bisschen auf die Agenda gekommen, weil der Reifenabrieb, der von der Straße abgespült wird, der landet halt erstmal im Boden. Der Reifen besteht natürlich nicht zu 100% aus Kunststoffen. Das ist ein Vielstoffgemisch. Da ist Kautschuk drin, da ist Ruß drin, da sind Schwermetalle drin, da sind Metalle drin. Ein weiteres Problem für unsere Böden: Sportplätze. Die sind immer öfter mit Kunstrasen belegt. Mehr als 7000 solcher Kunstrasenplätze gibt es derzeit in Deutschland, Tendenz steigend. Weniger der Abrieb der Kunststoffhalme ist ein Problem, sondern vielmehr die kleinen Granulatkügelchen, die lange aus giftigen Reifenresten recycelt wurden. Sie sind auf jedem zweiten Kunstrasenplatz vorhanden und sollen den Platz besser bespielbar machen. Von der Partikelgröße, es ist kleiner 5 mm, also dementsprechend zählt es halt so Mikroplastik. Und ich habe jetzt einfach mal blind reingegriffen und eine kleine Probe auf die Hand gelegt. Es ist eine ganze Menge in dem Platz drin. Und man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt mal den Schuh hochnehme, da sieht man auch sehr schön, dass ich was am Schuh habe. Davon gelangt nach jedem Training ein wenig in die Umwelt. Und immer neues Granulat muss nachgefüllt werden. Bei der Anlage von so einem Platz, wenn man jetzt mal von dem eigentlichen Kunstrasen absieht, werden etwa, je nachdem wie groß der Platz ist, 40 bis 100 Tonnen Gummigranulat aufgebracht. Und es wird etwa geschätzt, dass davon pro Jahr so um die 5% ausgetragen werden und dann eben auch jährlich ersetzt werden müssen. Auch in Oberhausen sind gerade mehrere Kunstrasenplätze fertiggestellt worden oder noch im Bau wie dieser. Alle werden mit Gummigranulat versehen. Die Forscher meinen, dass es auch Alternativen gibt, die genauso gut bespielbar wären. Je stärker die Kritik geäußert wird, desto mehr werden auch Hersteller und Betreiber von solchen Plätzen dazu übergehen, anstatt Gummigranulat Quarzsande zu verwenden. Doch noch gelangen jedes Jahr etwa 8000 Tonnen Gummigranulat in unsere Umwelt, verschwinden auch in den Böden. Ein weiteres Problem: die Entsorgung der riesigen Kunstrasenflächen, wenn sie nach etwa 20 Jahren ausgedient haben. Viele landen bislang in der Müllverbrennung. Keine Lösung, meinen die Betreiber dieser Firma bei Bonn. Sie setzen sich für eine Weiterverwertung der Plastikrasen ein. Zum Beispiel für Reitsportplätze. Doch sie kaufen nur die großen Kunststoffbahnen an. Das Granulat wird vorher abgesaugt und entsorgt. Vertriebsleiter Daniel Bäumer hält die kleinen Körnchen für umweltschädlich.
In der Regel sind das meistens immer Granulate, die aus alten Autoreifen geschreddert werden, sodass dieses Granulat dann nachher auf diesem Platz mit eingearbeitet werden kann. Und das Granulat ist so gesehen immer für die Weichheit eines Platzes verantwortlich, beispielsweise im Fußballbereich, einfach nur der Ball ein bisschen weicher abrollt und ein bisschen weicher springt, als wenn man jetzt zum Beispiel Sand verwenden würde. Es gibt halt Granulate, die haben eine Zertifikation, die können recycelt werden, aber leider gibt es halt auch Granulate, die nicht mehr recycelt werden können. Und sowas wird dann in der Regel verbrannt und das ist halt nicht ganz förderlich. Dennoch hält der Boom an. Viele Sportvereine setzen auf Kunstrasen mit Granulat statt auf Naturrasen oder Ascheplätze. Trotz aller Umweltrisiken. Zu viel Plastik auch im Biomüll. Im westfälischen Soest kämpfen die Entsorgungsbetriebe dagegen an. Das haben wir schon besser gehabt, ne? Der Biomüll wird hier zu Kompost verarbeitet, so wie es das Abfallkreislaufgesetz vorsieht. Trotz Imagekampagnen und Aufklärungsarbeit, viele Verbraucher schmeißen noch immer Plastik in die Biotonnen. Ganze Verpackungen, genauso wie Beutel aus Kunststoff statt aus Papier. Natürlich typisch überlagerte Kartoffeln. Die schmeißt man dann komplett mit dem Netz da rein. Das ist auch nicht das, so wie wir es uns wünschen. Das Entscheidende ist, Städte und Gemeinden, die Bürger dazu bekommen, die Qualität auch zu verbessern. Nur da ist die große Stellschraube. Der Input ist entscheidend für unseren Prozess. Mit Prozess ist die Kompostierung des Biomülls gemeint. Dazu wird hier alles an groben Fremdstoffen aussortiert. Größere Plastikteile wandern in die Müllverbrennung. Wir sortieren extrem viel aus, aber ein kleiner Teil können wir nicht vermeiden, dass der durchrutscht. Und dann letztlich im Kompost landet. 4 Monate lang wird der Biomüll hier auf Haufen geschüttet und mehrmals gewendet. Dass Plastik in dem Biodünger nichts zu suchen hat, ist für Geschäftsführer Jürgen Schrewe nachvollziehbar. Das Feedback kommt natürlich von dem Kunden, dem Landwirt, dem Gartenbauer. Da ist unser Anspruch auch und auch sein Anspruch, bestes Material zu bekommen. Der möchte einen sauberen Humus als Bodenverbesserer auf seinen Feldern, auf seinem Boden. Den muss er auch bekommen. Und wenn wir langfristig und nachhaltig Abfallwirtschaft und Kreislaufwirtschaft betreiben wollen, gerade im Bereich der Bioabfälle, müssen wir an der Qualität immer noch besser werden. Was also kann man tun, um Plastik auf Äckern und in Gärten in Zukunft zu reduzieren? Jürgen Schrewe trifft sich mit dem Geschäftsführer eines Dachverbandes der Komposthersteller. Nach viel Kritik haben sie das Problem Mikroplastik in den Böden aufgegriffen und arbeiten an Verbesserungen. Inzwischen gibt es erste Erfolge. Die gesetzlichen Grenzwerte halten sie jedoch für unzureichend. Der Gesetzgeber gibt ja vor, als Düngemittelverordnung 0,1% in der Trockenmasse. Wenn man das umrechnen würde, das hakt etwas, käme man in etwa auf diese Größenordnung von knapp 170 Quadratzentimeter pro Liter Kompost. Das ist natürlich unhaltbar. Was Schrewe damit meint, mit so viel Plastik im Kompost sind die Kunden nicht zufrieden. Deshalb haben die Anlagenbetreiber sich freiwillig verpflichtet, die erlaubten Werte deutlich zu unterschreiten. Doch dazu sind sie darauf angewiesen, dass die Verbraucher ihren Müll ordentlich trennen. Weil diejenigen, die Bioabfälle behandeln, in der Regel wenig Einfluss haben auf die Qualitäten, die sie angeliefert bekommen. Und das ist die eigentliche Krux, die wir auch bei der wir denken, dass dort weitere Maßnahmen einfach erforderlich sind, um zu weniger Fremdstoffen im Inputmaterial zu kommen. Doch das geht offenbar nur mit Druck. Der Landkreis Soest will nicht länger akzeptieren, dass zu viel Plastik im Biomüll landet. Wer nicht sauber trennt, muss seinen Müll behalten. Da sind Sachen drin, die gehören absolut nicht da rein. Dosen, Pappe, der Pappe schon eher. Also das ist alles Unrat. Das kommt alles nicht da rein. Also die Tonne bleibt stehen. Wir haben klare Anweisungen. Aufkleber drauf, Annahme verweigert. Nur wenn der Besitzer neu sortiert, wird sie beim nächsten Mal geleert oder gegen Extragebühren als Restmüll entsorgt. Doch besonders in Mehrfamilienhäusern funktioniert die Mülltrennung oft nicht. Blöd, aber ist so. Kann man nichts machen. Solange es Verbraucher gibt, die jede Menge Plastik kaufen und dann in den Biomüll schmeißen, ist dem Problem
kaum Herr zu werden. Die Wissenschaftler an der Universität in Bayreuth haben wiederholt Studien auf Äckern durchgeführt. Dazu haben sie Proben genommen, sowohl von der Oberfläche als auch einige Zentimeter tief. Auffällig war, dass die Böden, auf denen Biomüll aus der privaten Tonne als Kompost aufgebracht war, sehr viele Plastikteile enthielt. Vor allem von Tüten, Beuteln und Behältern. Wie schnell sich die unterschiedlichen Kunststoffsorten in den einzelnen Böden zu Mikroplastik zersetzen oder vielleicht auch generell zersetzt werden, ist bis dato noch nicht bekannt. Es ist bekannt, dass Kunststoffe natürlich über Pflügen in den Boden eingetragen werden kann, aber auch natürlich Regenwürmer, die diese Kunststoffpartikel mit aufnehmen, können diese Kunststoffpartikel dann tiefer in die Erde mit eintragen. Was das für Auswirkungen hat, da steht man auch erst am Anfang. Dabei könnte es geschehen, dass die Bodenbeschaffenheit verändert wird und es damit natürlich auch dann Auswirkungen generell auf die Pflanzen haben könnte, die auf diesem Boden wachsen. Viele Fragen sind noch offen und viele Probleme noch nicht gelöst. Deshalb hat die Universität Bayreuth zu Beginn des Jahres einen eigenen Forschungsbereich für Mikroplastik eingerichtet. Die Umweltschützer in Schleswig-Holstein fordern schnelle politische Schritte, um eine deutliche Reduzierung von Plastikverpackungen zu erreichen. Was bis jetzt bereits in die Umwelt gelangt ist, sei schon schlimm genug. Das ist doch nicht durch die Sonne kaputt. Das ist doch irgendwie beim Mähen, wenn sie die Gräben mähen oder so. Guck mal, hier ist alles voll. Das kann gut sein, dass es beim Mähen des Grabens irgendwie auseinandergebrochen ist. Normal sieht man das ja nicht, weil man seine Augen auf seinen Blick auf was anderes konzentriert. Aber wenn du eben wirklich mal anhältst an der Straße und dir so ein paar Quadratmeter anguckst, bist du echt krass erstaunt. Also ich würde mal sagen, wenn wir jetzt hier anfangen zu sammeln, dann haben wir wahrscheinlich in kürzester Zeit 100 Teile auf 3 Quadratmetern eingesammelt. Immerhin, eine erste Initiative gibt es. Die Umweltminister von Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg fordern, dass Supermärkte Lebensmittel nicht mehr verpackt entsorgen dürfen. Es hat sich herausgestellt, dass mit Freiwilligkeit nicht viel zu erreichen ist. Wir müssen jetzt wirklich Nägel mit Köpfen machen. Vor allem die Politik muss Nägel mit Köpfen machen. Eigentlich kann es nicht sein, dass EU-weit so viel Plastik auf den Äckern landet. Vermüllt und verseucht. Seit Jahren wurde das Problem ignoriert. Nun sind unsere Böden ernsthaft in Gefahr.